Trauriges Leben, Leute. Die Kaffeemaschine ist im Entkalkungsprozess. Ich habe Wasser. Ah, schön. Oh je, jetzt bin ich aufgestanden. Hat schon wieder jemand gefragt, warum ich keine scheiß Jogginghose trage. Leute, wenn man eine Jogginghose trägt, macht man nichts. Dann sitzt du nur rum. Das ist automatisch, das ist einfach ein Mindset-Ding. Immer Jeans. Außerdem, wenn ihr Jeans habt, die so ungemütlich sind, habt ihr die falschen Jeans. Obwohl, das hatte ich letztens schon mal geklärt, das Thema stimmt. Ich muss aufgrund meiner Größe verdammt viel Geld für meine Jeans ausgeben, damit sie vernünftig sitzen. Und dann sind sie meistens auch irgendwie sehr gemütlich. Vielleicht hängt das auch zusammen, aber es sind 70 Grad draußen. Ich bin so jemand, der fast den ganzen Sommer auch mit Jeans rumläuft. Das ist einfach angenehm. Wie groß ich bin 1,93. Und halt, ne? Ich wurde häufig mit einem, man könnte meinem, relativ typisch norddeutschen Gericht verwechselt. Obwohl, das ist nicht typisch norddeutsch. Fischbrötchen. Danke. Hä? Hä? Hat er mich nicht verstanden? Kann ich für jemanden picken? Sicher. Fragezeichen. Grünkohl. Spargel ist es. Dankeschön. Ja, ist ein Krankenslehrgame. Können wir nicht engagen? Hat Sonjas, hat Unsichtbarkeit, ist ein Tank. Also Tank, Unsichtbarkeit, Sonjas. Mit Krankenslehr ist das Game vollkommen fein. Mit AD wäre das Game komplett lost. Backfischbrötchen. Alter, Backfischbrötchen ist das Normi-Fischbrötchen vom Herrn. Ja, es schmeckt. Es ist gut. Aber es als das Beste zu bezeichnen, ja, ist schon hart kritisch. Backfisch mit Remoulade ist mega lecker, aber ist halt fucking normie. Backfischbrötchen, das du an der Küste trägst, schmeckt dann ja nicht mal, also schmeckt schon anders, aber nicht so hart anders, wie wenn du den Backfisch irgendwie auch eingefroren holst oder sowas. Oder mit Räucherlachs. Siehst du, now we're getting there. Ironischerweise muss ich aber auch zugeben, bin ich ein großer Fan vom Seelachschnitzelbrötchen, ja, was halt eigentlich ein Fischersatz ist. Was eigentlich auch ein bisschen blöd ist. Aber sonst schöner Bismarck-Hering oder sowas. Mit ein paar Sauergurken, Mayonnaise. Und dann Rollmops. Ich habe ihn nicht geflamed, ich habe nur gesagt, Jan, dass die Verbesserung von Nicht-Küstenbackfisch zu Küstenbackfisch nicht so groß ist wie die Verbesserung bei anderen Fischsorten. Aal ist mega geil. Aal schmeckt mega gut. Das Geilste auf der Welt sind Tomaten. Change my mind. Magic Cat, das ist so, als wenn wir gerade über scheiß 1 Million Euro Hypercars essen und du kommst mit einem Fiat Punto um die Ecke. Nichts gegen Fiat Puntos, ja? Nichts gegen Tomaten. Aber was ist das für ein Argument? Ach so, scheiße, ich starte ja Topside. Oh mein Gott, ich vergesse das immer. So, also, ne, das Game ist halt komplett von unserem Early Game abhängig. Also wirklich komplett. Mal gucken, wie das wird. Der 1,93 Aal. Aal nehme ich. Aal nehme ich gerne. Es kommt aber auch drauf an. Also, wenn ich Volleyball spiele, bin ich Tentakeln, ja? Haben sich da meine Arme eingeholt, den Titel. Dann nehme ich, dann bin ich quasi immer so ein, ne, so ein Tintenfisch. Aal nehme ich alles. Die heutige Frage des Tages, wird Shelly benutzt oder nicht? Nein. Nope, that's mine. Ich muss das tragen und ich werde das tragen. Ich muss sagen, das hier fühle ich überhaupt nicht. Das muss ich nicht ganken. Die müssen ihre Lane einfach regeln. Und wenn sie sie nicht regeln, ist halt schade. Hallo Mango. Hi. Ich bin zurzeit Stuck in Bronze 4. Hast du Tipps, wie ich Bronze 3 werden kann? XD. Ich habe da einen ganz besonderen Geheimtipp für dich. Warte. So sieht er aus. Da funktioniert er immer. Den würde ich einfach mal ausprobieren an deiner Stelle. Oh mein Gott, hier ist der Junge unterwegs. Oh, ich hab jetzt so einen krassen Vorteil den gegenüber, ne? Flash Q? Muss ich die Flash Q'en? Ich weiß es nicht. Ich will sie nicht Flash Q'en. Eigentlich reicht die mir nur zuzuführen. Oh no. Oh no. So schlecht! Ich wusste, ich hätte sie Flash Q'en sollen. Ich wollte unbedingt auf Effizienz spielen und krieg dafür die Klatsche, ey. Ich hasse mich manchmal. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich spüre schon, dass ich morgen Challenger bin. Glaube ich auch, Challenger. Auch ein bisschen dumm hier zu wählen, wenn ich gleich top ganken will. Aber hey, ich habe mich schon entschieden. So wie ich das sehe, hat er gewardet. Das heißt, wir chillen jetzt einfach hier. Oh! Wieso hilft er mir nicht?
Der Gromp hat mir geholfen, oder? Limau! Was für eine Aktion, Alter. Ich wäre so mad an 6 Stelle, ey. Der Junge ist halt komplett gefickt worden einfach. Okay, wo gehen wir mit Shelly hin? Ist die Frage. Man hört meine Tasten so laut. Du warst noch nicht oft hier, kann das sein? Das, was du hier hörst, ist absolut leise. Erstens. Zweitens gehört das dazu. Drittens, wenn du das nicht magst, kannst du leider kein Master Yu-Spieler werden. Und damit bist du hier leider auch einfach falsch, ne? Also, belastend an der Stelle. Dafür healst du? Bisschen preemptive, meinst du nicht? Das ist ein Tower. Das ist ein Easy Tower. Perfekt getimte Shelly auch. Klasse. Irgendwo hier bist du doch. Bist hier nicht. Na gut. Dann pushen wir wohl weiter. Arsena hat kein Wave Clear, ne? Na, helfe ich mal kurz. Den Tower kriegen wir auch noch, Alter. Triple Shelly! Nein! Nein! Spielverderberin, Alter. Wer hat im Champs League nochmal gesagt, dass das Game lost ist? Wer war das? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand? Irgendwas hatte ich da gelesen. Wollte derjenige sich nochmal melden oder ist das Thema durch? Also, ne, ich mache weiterhin das, was man eigentlich nicht machen sollte und lasse diese 20% Crit-Chance rumliegen in meinem Inventar und kaufe erst Blade und gehe dann erst auf Rage Blade, weil ich Rage Blade einfach nicht mag. TBH, weil ich stream. Mag ihn nicht. Entweder intet er in meinem Team oder rasiert im Gegnerteam. Da schaue ich lieber dir entspannt zu. Das ist eine gute Maßnahme, die kann man mal treffen. Das ist natürlich das Beste aus beiden Welten irgendwie, ne? Ach, ich bin auch immer da, wo er ist. Es wird mich so ankotzen, Mann. Ich bin halt wirklich immer da, wo er ist. Der wird auch noch fast kaputt gehen. Wenn keiner kommt, geht er noch kaputt. Alter. Hier kommt doch jetzt Urgot, oder? Nein. Dein Pick in dem Normal, das war vielleicht eine Aufnahme. Das war vielleicht, wurde ich dazu gezwungen. Von demjenigen, der da Master hier gejungelt hat. Ich kann auch weggehen. Also ich habe auch fucking viel Gold. So ist nicht. Die muss ich mir nicht holen, ganz ehrlich. Kragas, wie sieht's aus? Nicht so gut, würde ich sagen. Ah, doch, habt ihr. Schön. Hab auch Sicherheitsgründen mal nicht gewusst, was da los ist. Ja, da hast du dich besser angehalten als andere Leute in meiner FL, ey. Hust, Sammy, hust. Aber ein Glück wird mein Gameplay da höchstwahrscheinlich auch nicht verwendet. Wird eventuell etwas kurz für YouTube. Ja, das scheint heute irgendwie so ein Trend zu sein. Ich kann doch eigentlich Solo-Mitte pushen einfach, oder? Wer soll mich aufhalten? Ich meine, wenn sie mich unter den Tower fighten, haben sie eine sehr gute Chance, mich zu töten. Aber zwei Leute nehme ich safe mit. Hast du schon Sonjas? Nein. Okay, du bist also einfach tot. Du dachtest, ich wäre tot wegen dem Tower-Shot. Not today. Ja, ich weiß nicht. Also das Bild kommt mir manchmal wirklich stark vor, man. Like really, really strong. Also wenn ich Krakenslayer baue in den Games, wo es dafür gemacht ist, reiße ich damit halt komplett ab meistens. Das ist schon echt belastend. Also für die jetzt. So ein RNG mal in meinem Speedrun, ey. Das wäre schön. Oh Gott, wo willst du denn hin? Willst du Toplane deffen oder was? Dein Tier 2. Hervorragende Idee, während wir im Inip sind hier. Ja, ich würde sagen, haben wir moderat getragen, wa? Junge, was war das denn? Zack war AFK? You sure though? Alter, zieh Andy Lanes that one. Ja, scheint reasonable zu sein.